Hallo und herzlich willkommen bei Anteil jetzt hier Livestream. Ich bin gerade am Strand von Kumköl zum Sonnenuntergang. Denn schon wieder ist ein ganz, ganz herrlicher Tag heute vorbeigegangen. Ich dachte schon dieses Jahr, dass der Sommer nicht kommt. Aber wir hatten heute schon wieder 30 Grad und dadurch auch natürlich den Strand sehr, sehr voll. Ich habe heute Mittag schon ein Kurzvideo geteilt gehabt, wie derzeit der Strand in Kumköl ausschaut. Und es ist jetzt auch eine schöne Stimmung am Strand, weil es sind auch kaum Wellen da. Es ist ein leichtes Wellenrauschen, aber hier am Ufer sind gleich die Wellen. Und da wollte ich euch mal gerne mal mitnehmen. Und wir schauen uns mal an, wie es hier zurzeit am Strand von Kumköl zum Sonnenuntergang anschaut oder ausschaut. Denn die Sonne geht ja um 20.11 Uhr unter. Wir haben derzeit aktuelle Ortszeit 19.22 Uhr, also innerhalb der nächsten 50 Minuten geht dann auch die Sonne unter. Ich kann ja mal die Kamera drehen. Vor uns haben wir hier das schöne offene Meer. Denn ich bin hier vor dem, also zwischen dem Strandabschnitt vom Dream Water World Hotel. Das kann man hier auch sehen. Und dem Copa Beach. Es ist eine private Strandbar, wo man auch gerne hingehen kann und was essen und trinken oder den ganzen Tag da liegen. Und das ist hier einmal der Blick in Richtung Evrensecki. Und da sieht man auch, wie schön die Sonne am Himmel ist. Und man sieht um die Uhrzeit immer noch Menschen im Wasser. Also wie gesagt, es ist schon eigentlich richtig Sommertemperatur. Gestern haben wir auch die Wassertemperatur gemessen. Das Meer hat hier aktuell 28 Grad. Also es ist schon ganz schön warm. Und hier vorne sieht man auch die ganzen Boote zum Wassersport. Und das ist hier der Blick in Richtung Side. Und wir gehen mal heute in Richtung Side und schauen uns mal hier einen Teil vom Strand von Kumköl an. Wie gesagt, wir sind hier gerade vor dem Green Water World Strandabschnitt, kann man ja noch mal sehen. Armbrot hat auch schon in vielen Hotels schon angefangen. Denn Armbrot geht ja um 19 Uhr schon los in sehr vielen Hotels. Eine so um 19.30 Uhr. Einige um 18.30 Uhr und bald ist ja die Sommerzeit komplett da. Dann haben auch viele Hotels um 19.30 Uhr das Abendbrot. Also im Durchschnitt 19 Uhr haben die meisten Hotels ihr Abendbrot. Und hier sind wir jetzt vor dem Paloma, Ocean Resort Hotel. Der schöne Strandabschnitt vom Paloma Ocean Resort Hotel. Wir haben ja auch ein langes Video gemacht gehabt und das Hotel vorgestellt gehabt. Und ein paar Tage später hatten wir auch die Küche vorgestellt, also das Restaurant vorgestellt. Und da kommen im Nachhinein immer noch mehr Videos vom Paloma Ocean Resort Hotel. Denn ich bin ja auch direkt vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Ich sehe Optik und Jewelry. Ich bin ja auch Mieter vom Paloma Hotel. Meine Ladenzeile, wo ich meine Geschäfte habe. Ich sehe Optik und Jewelry. Wir sind Mieter
vom Paloma Hotel. Und dann hat man es halt nicht weit bis zum Paloma Hotel. Und dann werde ich halt auch demnächst öfter Videos da machen. Hier ist einmal der Strandabschnitt. Es ist auch ganz, ganz herrliches Wetter. Es geht ein leichter Wind vom Südosten. Das kann man auch hier an den Fahnen sehen, dass dort Wind ist. Schaut euch mal an. An den Fahnen. Und hier sind wir jetzt beim Strandabschnitt vom Silicon Hotel. Ein kleines Hotel in der dritten Reihe in Kumpel. Die dritte Reihe heißt vom Strand aus entfernt. Ein Hotel, zwei Hotel und das dritte Hotel dann praktisch vom Strand aus gesehen. Und hier geht es weiter mit dem Strandabschnitt vom Kunkö Beach Resort Hotel. Und da sieht man einen großen Romantiker mit dem Tisch zum Sonnenuntergang mit der Frau da sitzen. Romantik zum Sonnenuntergang. Das ist ja auch ganz schön. Hier beim Kunkö Beach Resort Hotel. Da vorne sieht man auch eine schöne Yacht. Hier einmal der Steg vom Silicon Hotel. Der Strandabschnitt vom Villa Cide war noch natürlich hier zu sehen. Hier haben wir viele Liegen, die sind ja bis hier vorne hin ausgestellt. Das heißt, die haben wahrscheinlich volles Haus. Das war ja auch schon das ganze Jahr, auch den ganzen Winter schon sehr gut ausgebucht. Das Villa Cide Residence Hotel, was ja auch im Winter auf hat. Jedes Jahr. Und das kleine Villa Cide wurde renoviert. Im Winter. Und daher hat es auch zu. Und jetzt sind wir beim Seher Kumkö Star Hotel. Ich schaut mal. Das sieht auch ganz ordentlich aus hier mit den ganzen Liegen. Die sind schon vorbereitet für den nächsten Tag. Stehen wir bereit für die Gäste, die im Urlaub sind. Beim Oleander Hotel sieht man, dass die Fotografen immer viel zu tun haben.
Die hat sich aber einer sehr viel Mühe gegeben im Urlaub. Das sieht hier richtig toll aus. Hier die Burg. Das ist ja richtig viel Zeit, Geduld und Mühe gegeben. Hier am Strand von Kumpel. Ja, ich hoffe, der das gebaut hat, hat keinen Sonnenbrand. Und das sieht ja einfach nur toll aus. Eine große Burg hier am Strand von Kumpel, die hier gebaut wurde. Und jetzt ist es doch ein bisschen heiter da oben. Es ist ein bisschen bewölkt in dem Bereich in Richtung Antalya. Über uns nicht. Also hier nochmal die tolle Burg. Von denen, die das hier gemacht haben. Hier ist einmal der Strandabschnitt vom Terrace Hotel. Hier ist einmal vom Terrace Beach Hotel, haben auch die Fotografen viel zu tun. Zum Sonnenuntergang kommt man sehr, sehr schöne Bilder hin. Ah, hier ist Ruhezeit für die Fotografen. Jetzt sind wir beim Oleander Hotel. Das Hotel, was im Sommer und im Winter immer sehr voll ist, aber eigentlich immer ausgebucht ist. Und das geht hier bis nach Side. Also von hier aus müssten Side gute 6 Kilometer entfernt sein vom Oleander Hotel, vom Strand vom Oleander. Bis zur Altstadt. Und hier einmal der Standardtritt vom Oleander Hotel.
Hier ist es überall sehr feiner Sand. Es sind hier keine Felsen. Es sind hier keine Platten. Es sind keine Steine im Meer in diesem Bereich. Es ist hier alles komplett ein feiner Sandstrand. Und vom Sonnenuntergang werden wir heute wahrscheinlich nicht viel mitbekommen, denn die Sonne ist hinter den Wolken. Das kann man da auch sehen. Naja, dann hat man aber immerhin einen besseren Durchblick. Man kann es besser erkennen. Also die Ortschaft besser erkennen. Wenn die Sonne nicht da ist. Hier sind wir wieder beim Terrace Beach Hotel. Der Strand ist sehr sauber, obwohl so viele Gäste hier sind. Man lasst der Strand auch immer sauber gehalten wird. Also man sieht gar keinen Müll hier am Strand. Es ist also sehr sauber. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was dir hier erwartet, wenn man jetzt demnächst hier nach Kumpel kommen sollte. Wenn man zum Sonnenuntergang am Strand spazieren geht. Man hat noch genug Zeit zum Armbrot, auch wenn man am Strand spazieren geht zum Sonnenuntergang. Die Sonne geht um 20.11 Uhr unter. Und man hat ja bis 21.30 Uhr in den meisten Hotels hier immer Abendessen. Und daher, wer auch mal schön am Strand spazieren gehen will zum Sonnenuntergang, das kann man hier empfehlen. Hier nochmal der Steg vom Villa Sidere Residence Hotel. Nehmen wir schnell.
hier sind wir jetzt wieder vom Punktu Beach Resort Hotel. Und da sieht man auch wieder den Romantiker mit dem Tisch am Strand. Das ist ein Sonnenuntergang. Und jetzt sieht man viele Fotografen auch vor den ganzen Hotels. Hier sind wir jetzt wieder beim Sidekom Hotel. Und dann auch wieder vom Paloma Ocean Resort Hotel. Man sieht überall, dass der Strand für den nächsten Tag vorbereitet ist. Dass die Leute da auch am nächsten Tag einen schönen Strandtag haben. Und bezüglich des Wetters, die neu dazu gekommen sind, wir haben sehr, sehr schönes Wetter. Das Wetter ist jetzt, wie man es hier im Juni kennt. Sehr schön und warm. Am Tage ist es sehr voll am Strand. Und das ist dann heute der Strand zwischen dem Dream Water World Hotel und dem Oleander Hotel gewesen. Wir sind ja an einigen Hotels Strand vorbeigegangen. Wie gesagt, hier beim Dream Water World ging es los. Da sind wir am Paloma Hotel, am Sidekom Hotel, am Kumke Beach Resort Hotel, am Side Village Hotel, am Villa Side Hotel, am Kumke ist der Star, am Terrace Beach und dann bis zum Oleander Hotel gegangen. Und auch wieder zurück. Schaut mal, jetzt sieht man auch, dass es hier ein bisschen dunkler wird, denn innerhalb der nächsten 20 Minuten geht hier die Sonne komplett unter und dann ist es auch dunkler. Die Sonne ist eigentlich heute schon verschwunden hinter den Wolken.
Und da sieht man auch ein Angler, der natürlich hier versucht, zum Sonnenuntergang einen Riesenfisch zu fangen. Das ist eigentlich die richtige Uhrzeit, aber es sind noch zu viele Minifische unterwegs bei so einem Wetter. Und hier geht es dann weiter bis nach Evrenseki, aber so weit gehen wir heute nicht. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und auch für die Sterne. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.